Und da sind wir back to Fallout. Wir wollten nach unseren Wummen gucken. Und zwar dachten wir uns, wir müssen auf jeden Fall mal die Zellenwaffen mitnehmen. Verbesserte Trefferchance, bla bla bla. Also Zelle, 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 Zelle. Ja. Ach Gott, ich hab jetzt keine Zeit. Was auch immer es ist. Was? Was? Haltet doch mal die Gausche, ich bin doch gerade am Arbeiten. Zelle, Institut. Ja. Das ist aber schön, trotzdem sprichst du sehr langsam, Mama Murphy. Speichern, ins Gesicht hauen. Ha, 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 Mama Murphy. Ist es nicht irgendwie schlimm, wenn man ins Gesicht geschlagen bekommt? What the fuck, Mama Murphy? What's the matter, Mama Murphy? Was ist da gerade passiert? Verschwunden? Das war ein Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich schlag eine alte Frau auf offener Straße. Bewusstlos. Und ich so knilch kommt nach 3 Jahren. Was ist da gerade passiert? Hat die Frau den Mann geschlagen? Er schießt sie! Ach, Mutter Memphi, Mutter Memphi. Soweit, so gut. Zelle. 53 Damage und 25% niedrige Aktionspunkte und bessere Kackerchance. Gut, gut, gut. Dann glotzen wir hier mal rein. Wir können die Sachen leider nicht nach Zelle sortieren in der Holzkiste, aber ich weiß ja, wie der Hase läuft. Wir gehen einfach so. War da oben schon was? Nee. Wir gehen einfach mal so durch. Zelle, 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 da, Zelle, Zelle. Da haben wir immer 31, 28, lächerlich. 36, lächerlich. Zelle, 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 da war was. 31, lächerlich. Zelle. Zelle. 8, Zelle. Ziemlich leckerlich, Dave, ziemlich leckerlich. Noch eine Zelle, 44. Auch eine Institutpistole, aber die hat 53, ist halt ein Ultra-Ding, ne? Ist logisch. Hier ist nochmal eine Zellenwumme, 44. Hier ist jetzt keine überragende Zellenwumme dabei, Wamme. Gut. Das heißt, die behalten wir direkt mal. Welche legen wir dafür weg? Wir brauchen irgendwie eine Kiste, wo wir Sachen da reinlegen, die wir tatsächlich für... What the fuck, Marcy? Wo wir die Sachen reinlegen, die wir tatsächlich auch manchmal ausrüsten und nicht einfach unsere Waffenablage. Darum baue... Halt doch jetzt mal die Gosch. Darum bin das Handy. Ich mach dich mal direkt auf lautlos, so wie du mich schon wieder abfuckst. So. Also wir haben hier diesen Kasten, der sehr genau passend von der Größe her ist, um unsere Wummen da reinzulegen. Wir legen mal. Brauchen wir die Jagdboy jetzt? Brauchen wir, sind wir ganz ehrlich? Ja, brauchen wir. Wenn wir die Lager ausräuchern von den Pissern, von den Schweinepriestern, ihr wisst schon, da ist die nicht schlecht. 44er brauchen wir auch. Plasmakeule brauchen wir auch. Auch schön nach der Munition gucken. Wisst ihr was? Nein, 44er ist zu wenig Platz. So, zu wenig Muni. 10mm ist unsere Ultrawumme, die nehmen wir mit. Die Hyperbeast. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen können. Spitfire. Die ist ja eh nicht so teil. Ich glaube, die lege ich jetzt mal weg. Warum ist sie nicht hier drin? Doch, da ist sie ja. Bin ich blind. Die Harpunenkanone lassen wir mal mit am Start. Das ist die... Ich dachte, ich bin schon bei Wethels, Leute. Ich dachte, ich bin da schon drin. Ach, super. So, Atoms Willen haben wir auch noch einiges an Munition dafür. Sehr schön. Dann... Ah, die haben die doch nicht weggehauen. Das letzte Gefecht des Captains 181. Was hat die? 181. 205. 1005. 150. Die nehmen wir mit und wir legen die Harpunenkanone weg. So, ich hatte die ja nicht verkauft aus Versehen vorhin. Ja, nice. Unsere Gamma-Patrone. Die behalten wir natürlich auch, klar. Und dann hört sie unten wahrscheinlich schon auf. Ne? Natürlich legen wir das Ding... Oh, warte mal. 56,350. Ja, gut. Ha, 490. Ha, die nehmen wir mit. Die andere wird weggepimmelt. Atoms Willen, baba. Baba. Dann haben wir noch einen Raketenwerfer, den ich doch irgendwie gerne mitführen würde. Beziehungsweise Raketenwerfer oder Fatman. Ich leg den Raketenwerfer weg und wir nehmen mal unseren Fatman-Line mit. Einen Fatman. Haben wir hier vielleicht schon einen bedazzelten Fatman? Ich glaube nicht. Nee, die haben wir nie im Leben bedazzelt. Wir haben 8 Stück. Wir nehmen jetzt mal einen mit. Einen, das reicht schon. Hallo? Achso, das ist schon eins. Okay. Und jetzt? Ja, ich weiß, ich bin toll. Hm? Was, was ist es? Also, wir machen hieraus mal noch geschwind die 45er. Hallo? What the fuck, der, what the fuck? So. 45er Atoms Willen Teil 2. La, 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 la. Und dann die nennen wir
Pune Big Dick Rick. Und dann haben wir noch die, logisch, wie wir die nennen. Gamma Patrone. Ist klar. Jetzt kann ich mich da schon mal nicht mehr versprechen. Und den Viertmann. Viertmann. Lächerlich, what the fuck? 21. Das ist doch, aber das ist gelogen, ne? 471. Das ist schon haarig. Aber wartet mal. 471? Fetter Mann. Das war ganz. Warte kurz. Moment. Das Minus fehlt noch. The minus is failing. I got a feeling. Tonight's gonna be nein. Einfach mal unseren Zahnstocher zerlegt. Bin ich retarded? Ja, verlassen. 427 hat das. Ich hab jetzt keine Zeit, ey. Da. Wenn wir da ein Dreifachding dran machen, hat er wahrscheinlich auch annähernd. Ja, merkst du was? Naja, trotzdem. Wir lassen mal einen Viertmann dabei. Wie viel wiegen wir denn jetzt? Was wiegen wir denn jetzt? Und vor allem, welche. Die 2 fehlt. Die 3 haben wir noch. Die 4 haben wir noch. Also, wir sollten mal die Schrot oder die Ding weglegen. Ich glaube, ich lege doch erstmal die Hyperbeast weg. So ist es auch viel angenehmer, Sachen wegzulegen, weil wir sie direkt hier drin haben. Wobei ich den Raketenwerfer ins andere Ding reinlege. Hyperbeast da rein. So, und den Raketenwerfer hier rein. Wir hatten da gerade geschossen im Hintergrund. Oh, fuck. Leute, der schießt da rum. Werde ich gerade aggressiv? Hört auf jetzt. Gut. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Die Jagdboy haben wir gar nicht irgendwo draufgelegt. Die Plasma... Penny. Den Plasma-Penny legen wir auf die 4. Atomswillen. Auf die 2. Dann haben wir noch den fetten Mann. Die legen wir halt auf die... müssen wir da schnell hinscrollen? Wahrscheinlich nicht. Die Instituts, die werden wir öfter benutzen mit den fetten Mann. Die legen wir auf die 5. Und die Gamma-Patrone, wir könnten die natürlich noch kurz mit unserer 10er austauschen. Gegen Menschen ist die natürlich ziemlich krass. Ja, wisst ihr was? Die legen wir mal, die tauschen wir mit der normalen Pistole aus. Somit haben wir jetzt hier die hier. Hier die hier. Auch ordentlich viel Munition dabei für die einzelnen Dinger. Sehr schön. Ja, nachladen. Bumm. Geil, dass er direkt 33 reingeht. Und unser, ja. Und wie, was wiegen wir? Ja, gut. Hey, gar nicht mal so schlecht, oder? Gar nicht mal so schlecht, was wir jetzt hier gerade wiegen. Sehr schön. Ich habe mit so 300 gerechnet. Wir können aber trotzdem noch, das habt ihr mir geraten, vielleicht noch hier einmal in Stärke investieren. Den breiten Rücken haben wir schon komplett. Das heißt, wir können nicht mehr leichter werden, nicht mehr mehr tragen, außer wenn wir in Stärke reinskillen. Dann kommen aber auch nur 10 dazu, soweit ich weiß. Deswegen fände ich es gar nicht so wichtig. Wenn mir jemand sagen kann, dass ich hier, falls es hier doch noch was gibt, was ich skillen kann, wo wir viel mehr tragen können, können wir das gerne machen. Ich weiß, es gibt das hier, glaube ich. Hier, das Lone Wanderer. Wenn man niemanden dabei hat, dann kann man eben irgendwie 50% mehr Ausrüstung tragen. Aber wir haben ja immer Leute dabei, obwohl die Kette jetzt auch nicht die beste ist, ne? Was haben wir denn? Außerdem können sie dich nicht... Dein Begleiter oder dein Hund machen mehr Schaden im Kampf. Nicht schlecht, aber Kate ist, glaube ich, eh nie wirklich eine große... Obwohl, doch, manchmal liegt sie Leute. Wir wollten ja in Wissenschaft rein weiter reinschniedeln, damit wir weiter aufleveln können. Sonst haben wir hier unten noch einen Longarm. Ne, halt, wir brauchen noch eins in Bewegung, dass es geht. Wisst ihr was, wir machen das noch, dann haben wir alle nötigen. Dann ist das schon mal geschafft. Somit ist dann das hier unten freigeschaltet für unseren Longarm sozusagen. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernkampfschleichangriffen den dreifachen Schaden und mit deinem Nahkampf den vierfachen. Okay. Und wir brauchen halt noch das hier. Finde die Lücke und schlag zu. Die Nahkampfreichweite im Wetz ist deutlich erhöht. Damit kann man wirklich sehr geilen Scheiß machen. Und wir werden auch immer schwerer zu entdecken jetzt durch diese Skillung. Okay. Wir gehen zurück. Halt. Wir haben bestimmt noch Waffenmods, die wir nicht abgelegt haben, oder? Jetzt gucke da. Mandarinos. Ah jo, die sind natürlich kiloweise schwer am Start, die Dinger. Die legen wir hier einfach rein. Wissen wir Bescheid. Merkt ihr was? Es ist praktisch nichts mehr, was wir dabei haben. Der Railroad anschließend. Das haben wir ja schon tausendmal gehört. Irgendwann ist auch mal wieder gut. So. Halt. Ach, falls wir noch Schotter dabei haben, sorry. Ne, haben wir nicht. Okay. Litzigi! Auf nach Fudu-Hudu-Budu. Ich weiß nicht mehr genau, welche Quest wir jetzt dann speziell dort machen wollten.
Aber ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Sag ich deinem Gute, ich bin ehrlich. Wer mit seiner romantischen Begleitung in einem Bett schläft, erhält den Skill Bettgeflüster, der allen neu erhaltenen EP vorübergehend erheblich staggert. Darüber müsste ich eigentlich noch ein Video machen, so von wegen total Clickbait-mäßig. Kate als Sexpartnerin gewinnen. Hardcore Kate Nudes. Katie Beatty. Katie Bumsi oder sowas. Wie sieht's denn hier aus, meine Herren? Aha. Na gut. Oh Gott, Gott, Gott. Wir gehen nach die nach die. Mhm. Wir kommen in Deutschhausen. What the matter, dude? Pearl. Pearl, was geht los? Pearl? Hey, du da. What the fuck? Bist du der Detektiv, von dem ich gehört habe? Wer hat das gesagt? Ja. Das kann man wohl so sagen. Oh, wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie ich dich hätte finden sollen. Mhm. Ich konnte niemanden von der örtlichen Polizei finden. Diese Halunken. Mensch. Ich will keine Panik auslösen, aber es könnte einen Mord gegeben haben. Und wir brauchen einen von außen. Okay. Wird dieses Gespräch abgerechnet? Oh, ja. Nun, ich habe ein wenig Geld dabei, das ich dir für deine Dienste geben könnte. Ja, nice. Bitte, hilf uns. 25. Jeden Moment, den wir warten, sind unsere Gäste in Gefahr. Wo ist das denn? Wo fand das Verbrechen statt? Im Cliffs Edge Hotel, nördlich der Stadt. Okay, da waren wir ja schon mal. Hilfst du uns? Der Mörder könnte noch immer auf freiem Fuß sein. Pearl, sowas kostet meistens mehr Geld. Für solche Ermittlungen benötige ich normalerweise einen Vorschuss. Oh, du bist Privatdetektiv und nicht beim Staat angestellt. Also dann ist sicher ein Vorschuss drin. Dankeschön. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Pearl, Moment mal. Wer ist das Opfer? Also, wir wollen das aus der Presse raushalten, aber es geht um Ezra Parker, den Geldgeber des Hotels. Hilfst du uns? Der Mörder könnte... Es ist folgendermaßen noch eine Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Wer sind deine Arbeitgeber? Ich darf keine persönlichen Informationen meiner Arbeitgeber preisgeben, aber du wirst sie treffen, wenn du den Fall übernimmst. Wenn ich noch ein bisschen Geld bekomme. Wenn es vielleicht einen Mörder gibt, brauche ich noch Gefahrenzulage. Ach, verdammt. Ich komme und dann einfach kein Interesse. Das Geld eingesagt. Okay, ich helfe. Gott sei Dank. Soll ich dich jetzt zum Cliffs Edge Hotel bringen? Nö, passt schon, wir sehen uns dann dort. Geh schon mal. Wir sehen uns noch. Geh schon mal. Sehr gut. Wir treffen uns am Haupteingang des Hotels. Ach, dann könnten wir eigentlich zuerst das machen. Das klingt doch jetzt... Okay, das haben wir jetzt gar nicht bekommen als Aufgabe. Beziehungsweise doch sicherlich, aber nur als Nebenaufgabe. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Das klingt doch irgendwie lustig. Cliffs Erzschotthalle. Ja, hier will er deine Passagier, mir Madre. Mit dem Skill Scharfschütze kannst du beim Zielen länger den Atem anhalten. Auf höheren Stufen können Einzelschusswaffen mit Zielfernrohren gegen Gegner zu Boden werfen. Außerdem erhältst du im Wert. Ach Gott, was man da alles bekommt. Mein Götterich. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Alles in allem doch wirklich sehr perfekt. Hallo? Die ist schon da. Mhm, ich bin eben schnell gereist. Hallo, du musst doch alles noch abfliegen. Es ist besser, dass Maxwell das Hotel so nicht gesehen hat. Er wäre außer sich. Ja, schrecklich. Ich sollte dich warnen. Die anderen Hotelgäste sind teilweise, nun, Rowdies. Ich musste mich sogar verteidigen, als einige ein bisschen, sagen wir... handgreiflich wurden. Okay. Die eingetragenen Gäste halten sich in einem... Hoppala, ich wollte die Waffe ziehen eigentlich. Was meinst du mit, die anderen Gäste sind Rowdies? Ich bin schon länger nicht mehr in diesem Teil des Hotels gewesen. Vielleicht gibt es ein Sportereignis, das sie so aufregt. Mehrere von ihnen wollten mich schnappen und... ihre Kleidung hat wirklich nicht auf gute Gesellschaft hingedeutet. There's some goals. There's some goals. Ja. Ja. Gehen wir. Sehr gut. Hier entlang. Okay, Pearly Boy. Das heißt, die hier muss erstmal stecken bleiben, denn gegen Ghule ist die, glaube ich, nicht so optimoppel. Die wahrscheinlich auch nicht so gut. Da ist doch schon einer. Ach, scheiße, ich erwisch den, der wirklich tot ist. Boom. Boom. Hilfst du auch, Pearly Boy? Pearly Girl, meine ich? Pearly. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Unluck vom Feinsten. Das laughter wie ein Countess-Ticket. Oh, Mensch, ey.
Weiß eigentlich jemand von euch, ob die Genauigkeit, mit der man in Bats schießt, sich dynamisch verändert, während die auf einen zulaufen und man eben schon diesen Befehl abgegeben hat, auf 55% zu schießen? Hat das jemand zufällig im Kopf? Das fände ich nochmal sehr interessant zu wissen. Weil eigentlich müsste es ja mehr werden, wenn die da näher kommen und es ja tatsächlich mehr wird, wenn du mal noch außerhalb wäre. Sind dann aber diese X% gelockt, mit denen man startet, oder eher nicht? Kann mir das vielleicht jemand sagen, bitte? Hallo? Was ist los? Hast du dir gelabert? Wir müssen außenrum, ich habe nur außenrum gehen verstanden. Da ist noch ein Raum. Oh, fuck. Wo? Ah. Warte mal, wir nehmen mal zwei. Ich wollte noch nach links zielen. Hallo. Genau im richtigen Winkel, mein Freund. Sehr schön. Silbermedaille, ja, okay. Kann mal einschmelzen. Leckeres Silber da. So, hier war doch noch ein. Ah, das war gar kein Stinkpackkasten. Ist hier vielleicht was drin? Sehr schön. Ja. Wohin müssen wir dann, Perla, wenn wir außen rum müssen? Ich sehe hier nichts. Ah, da hinten bestimmt. Ich gehe vor, Poli. Ich kenne mich ja aus. Ich war mal Gast hier. Oh, Poli, hörst du das? Oh no, Poli! Look at thee, Bri! Look at thee! Schau dir Deirdre an! Hä? Ja, das ist wieder ein Toter. Leck mich doch am Ende. Baba, my friend! Papa, my girl, wie geht dein Gesicht? Ist irgendwie weg. Da vorne ist jemand aufgestanden. Oh, da ist ja, was ist denn das? Wow. Das macht der Damage ohne Ende. Warum ist da ein das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oh nein. Das ist der fucking Guy, der fucking Guy. Also hopp. Das ist wirklich nicht cool. Der ist ja eigentlich gerade eben so rumgerannt. Es klang so, als wenn da jemand über den Boden gerannt wäre, weil das wäre die gute alte Kete. Und dann noch so ein Überscharfschützengewehr. Das ist doch scheiße. Ich will mal einen von weit weg pimmeln, bitte. Liegt hier irgendwo einer rum? Ne. Oh, Fußnägel. Ganz viele sogar. Was ist denn das? Ist das ein... Kommst du gerade aus dem... Ah. Moment. Ach komm. Der ist im Boden drin. Ach, das ist Cakey. Das ist Cakey mit dem Ding, wirklich. Das muss ich unbedingt abmachen, den, das blöde Visier da oben drauf. Das ist Ultravisier. Es ist schon cool, wenn die... Oder dass die vergiftet werden, aber... Ja, was denn schon? Oh! Ich hab sie schon wieder vergessen. Was macht man jetzt mit denen? Also ich meine, was... Oh. Wir haben jetzt auch nicht wirklich viel Damage gemacht, die Dinger, ne? Oh, fuck. Alter! Vorsichtig kann man runterfallen. Düm, düm, an Fallsteller. Hat er verdient, der Bock. Hat er verdient. Hat hier sogar eine Falle aufgestellt, der. Ja! Ich würde gern zielen auf seinen Kopf. So! Linkes Bein. Zwei Glück. Not bad, dude, not bad. Geht's da hoch? Ah ja, es geht da hoch. Pearly, bis jetzt ist es echt nicht hart, ne? Oh. What the fuck? Scheiße! Müssen wir... Oh, die Pearl ist down, Pearl ist down. Alter, der vor uns steht vielleicht, Junge! Okay, es ist ihm völlig egal. Hinter uns ist noch jemand. Boah, der ist ja richtig hart drauf. Was ist hier los? Hahaha, Baba, my friend, Baba.
97! Ey, der bringt ja mehr wie Todeskrallen und alles andere vereint. Was ist da los wieder? Nein. Und der andere lag da hinten rum, gell? Ja, da liegt er. Wirklich immer noch eine extrem geile Atmosphäre hier auf der... auf dieser Welt. Wartet kurz, Girls, ich komme. Kate, du musst auch mitkommen. Aber harte Gegner waren das nicht wirklich, Perla. Das hättest du auch alleine machen können. Das wäre auch so gegangen, Bulli. Bulli, Bulli da. Opa. Warte, Perla. Endlich geht's mal zur Sache. Ich wollte gerade sagen, schon wieder ein harter Ghoul, aber nein. Bumm. War nur ein kleiner Lurch. Ein Lurch-Ghoul sozusagen. Ein Ghoul. Über uns ist noch irgendwie was. Über uns wird rot angezeigt. Der kommt da jetzt runter und schlägt die Kate. Ich habe jetzt keine Muni mehr. Alter, er kommt da runter. Oh nein, da ist ein Leuchtender. Wow. Oh wow. Okay. Okay, die sind haarig. Fuck, 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 fuck. Habt ihr gesehen, der eine fasst gar nichts. Easy peasy Mine. Ich lege hier mal so eine Atommine hin, oder? Wir haben nur eine, schade. Impulsmine, Impulsmine, Kronkorkmine. Ich lege eine aus. Der kommt direkt hinter mir her. Hallo, hallo. Habt ihr gesehen, der ist nicht gestorben von einer Kronkorkmine. Die haut eigentlich alles weg. Okay. Kommt jetzt hier hoch? Keine Ahnung. Splittermine, ich lege hier mal vorsichtshalber noch eine aus. Kann ich nach hinten weg? Ja, kann ich. Aha. Oh shit, oh shit, oh shit. Na, 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 na. Er ist immer noch alive! Warum hat er so scheiße viel Life? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Wir müssen sein Bein kribbeln, sofort. Ha! Komm, fall doch ab. Ja, es ist abgefallen, sehr gut. Komm, der da hinten. Dummkopf. 41, das ist echt viel. Er läuft ja mit seinen kleinen Cripple-Pommes. Alter. Voll getunnelt die ganze Zeit. So. Was haben die jetzt gefressen? Die haben beide eine fette Mine gegessen. Also eine Kronkorkmine abbekommen. Da unten ist immer noch was los. Die haben eine Kronkorkmine abbekommen. Da hebe ich übrigens mal die Kronkorken auf, 17 Stück. Und des Weiteren, was noch? Oh Gott, das ist ja immer noch so ein dicker... Und der haut sogar noch ordentlich rein. Warte mal, warte mal. Baba, Bein. Ach, geil. Okay, der ist gar nicht so krass. Get it on, bitch. Ah, der ist ja direkt down. Nein! Ah, egal, 93. Komm, da kann man nicht erleben. Oh, ja, nass, ja, nass. Oh! Wir sind doch ziemlich gedödelt, aber... hoppala, aber es gibt nichts, was eine gute Mütze voll Schlaf nicht wieder bereinigen könnte. So. Und die versuchen wir uns jetzt da mal zu genehmigen. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Bett. Dann haben wir nämlich Stinkpacks gespart. Stinkpacks. Hier drin, komm. Bett, Bett, Bett. Aha. Na, wenn es verschlossen ist, dann ist es ja meistens ein bisschen besser innen drin. Also, noch hergerichtet. Das Zimmermädchen war eben drin. Das wär's. Irgendwie nicht. Das Zimmermädchen liegt wahrscheinlich im Bett. Alter, was sonst ist doch nichts mehr. Geld. Schade. Aber wir heilen uns ja von alleine. Ihr habt recht. Gut weg. Ist hier irgendwo noch was, wo man reingehen kann?
Was mache ich denn? Was mache ich denn? Warum schieße ich denn mit dem Ding? Ajo, Kete, gib dir mal richtig den Arsch. Du musst schon richtig in die Nüstrige. Geeignete Blutprep, danke schön. Sonst ist hier nichts. Ne, okay. Ist hier drüben noch was? Nein, hier ist auch zu. Okay, ist da noch was? No, no, no. Nein. Dann geh mal. Oh, da ist die Pearl schon runter. Pearly, wir sind ja noch am Fighten und du gehst einfach. Are you retarded? Will. Mal geht's noch weiter runter, okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ist ja kein Feind mehr? Ist ja alle genudelt? Ist halt bloß, das war sie. Ich glaube irgendwie, dass es sie war. Oh, Pearly, warte mal, da ist offen. Achso, da kann man nur runter. Mhm. Ok, ok. Mama Mucke, du leckere, hm? Lecker schmecker Muckebucke da. Auf. An. Los. Wow. Dieser Aufzug führt zum exklusiven Teil des Hotels. Du solltest dich freuen, dass sie dich überhaupt reinlassen. Juhu. Ich geh nein und du nicht, Perla. Perla, nein! Ah. Hör, du bist bei uns hier drin, du bist fett. Okay, tschakka waka wow, waka wow. Sie dreht sich direkt um. Hm. Geil, wir haben keinen Stinkpack gebraucht und sind fast voll. Gibt es noch einen Skill, wo man ganz langsam die Verseuchung entfernt von sich selbst? Das war der Hammer. Bam, badam, hu! Yay! Wie auf so einem Kindergeburtstag. Ihr habt einen eigenen Waschraum hier unten. Aha, aha. Sicherlich auch Bedienstete, nicht wahr, Pearl? Mhm. Du musst mit Maxwell sprechen. Das ist ein Vault. Und aktiviere dort die Steuerkonsole. Wölder, verwölder. So, ich aktiviere mal eben die Steuerkonsole. Oder hätte ich jetzt doch mit dem Maxwell, also ich, oder meint sie, wenn ich hier geöffnet habe? Oder hätte der für mich aufgemacht? Na, ist auch egal. Guten Tag. Willkommen in Vault 100. Haben Sie noch mal über die Untersuchung nachgedacht? Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Ja. Ich bin's, Pearl. Ich bin mit dem Ermittler gekommen. Lassen Sie mich die Tür für Sie öffnen. Perfekt. Ja, die volle Dröhnung. So, ich gehe vor. Hallo, Monsieur. Es war an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt. Ja, ich bin von der Polizei. Dankeschön. Was kann man denn bei euch so abstauben? Um es mal ganz glinnigsang auszudrücken. Geld? Reden wir erstmal über meine Belohnung. Na schön. Sehen Sie das als Vorschuss an. 20! Für 20 Bubble-Dollar mache ich gar nichts, Bubble-Dollar. Okay. Moment, wer ist denn das? Mhm, das kann ich sagen. Mal gucken, was ihr hier so haben. Was ihr da habt, hm? Mhm. Ich würde sagen, dann gehen wir vielleicht doch erstmal mit. Um die nicht zu enttäuschen. Und dann sehen wir ja, wie der Hase läuft. Boah, die sieht richtig schick aus, die Vault. Krass. Oh. Siehst du das nicht? Diese Pracht. Diese Kulisse. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Entschuldigung. Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Das ist ein Meisterstück. In seinem Tod liegt mehr Emotion als im gesamten Leben der meisten Menschen. Deinem Anstand. Ich sage doch nur, dass er den Anstand hatte, mit einem Knall abzutreten. Wenn ich dürfte. Das
Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen hat. So, Leute, ich muss mir mal eben den Tatort angucken, okay? Ab. Mhm. Ja. Mhm, ja, ja. Kunst ist Leben. Ohne sie sind wir nicht mehr als Tiere. Ah, Hunde und Elefanten können Farbe auf die Leinwand bringen. Wer weiß? Vielleicht ist jede unserer Handlungen das Todeszucken einer Kreatur, die noch nicht bemerkt hat, dass sie schon tot ist. Santiago? Marlon? Ich muss eigentlich hier gucken? Okay, komm. Hast du schön gemalt. Wow. Du bist doch wirklich ein Künstler. Das ist einfach ein super Ding, du. Sowohl als auch. Es geht um Zusammensetzung. Die Balance zwischen Farben und Gefühlen. Der Kampf im Innern Frieden zu finden. Oh ja. Das war das letzte Bild einer Porträtreihe von Gilda. Nummer 1378. Die Gefühlswelt überlagert das Porträt. Die Realität des Subjekts ist verzerrt, da das Ego versucht, sich zu projizieren. Na gut, das ist ja die einfache Mathematik in Sachen Kunst, nicht wahr? Und was sagst du zu diesem Bild hier? Ganz klar, Pimmel. Bäume im Weltraum, das ist Krieg. Ja, sowohl als auch. Das ist der Krieg. Überall Bomben. Kein oben oder unten. Die Welt steht Kopf. Was für eine einfache Betrachtung. Oh. Ich wollte wissen, was es in dir auslöst. Nicht, was für Formen zu sehen sind. Dann sag ich hab einen Steifen. Das ist es jetzt. Das hast du doch vorhin mit dem blinden Bild. Was jetzt? Aber gehst du jetzt hier, Santiago? Ist hier oben noch mehr? Aha. All cuts, wie sie ist. Ist die jetzt hier, Santiago? Und was ist mit dem hier? Und bitte sei ehrlich, denn ohne Ehrlichkeit ist Kunst nicht mehr als Politik. Das ist wiederum eine Metapher für... Sieht nett aus. Einigen Leuten gefällt sowas sicher. Ja, es sieht auf jeden Fall nett aus, nicht wahr? Um ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes Werk. Ich habe die Reihe natürlich unter einem Pseudonym veröffentlicht. Oh. Mit dieser Reihe habe ich mehr verdient als mit meinen richtigen Werken. Dabei sollte das Ganze nur ein Scherz sein. So funktioniert die Welt, du weißt doch, stumpf ist Trumpf, Monsieur. Für den einfachen Mann aus, hä? Das ist halt leider so, weißt du, nämlich blaue Farbe schützt du dir über den Kopf und was ist dann? Kunst! Er fährt einfach drüber. Wahnsinnskerl. Du warst all die Jahre der Penis. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, also wir müssen mal jetzt kurz nach dem Ding gucken. Wir müssen auch irgendwie einen Schuldigen finden. Also, was ist denn hier los? Dieser Herr ist tot. Das sind irgendwelche Spuren. Die Spuren gehen zu ihm. Das ist gut. Zaunbrecher. Also. Mhm. Ein Baseballschläger. Was macht der denn hier? Gewalteinwirkung. Blumen. Hier, oh Leute, ihr habt hier Getränke stehen. Das wird's gewesen sein. Ich sag das dir mal. Suchen Sie am Tatort. Ja. Und wenn Sie bereit sind, können wir darüber reden. Ich habe Hinweise. Sie auch die Gäste befragen. Allerdings hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Beschuldigen Sie also nur jemanden, wenn Sie handfeste Beweise haben. Du warst es, Maxwell. Da sind Sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas?
Kann ich vielleicht... Ich habe was gefunden. Ich habe die Mordwaffe gefunden. Oh nein. Oh nein. Das ist der Schläger aus Mr. McKinneys Film. Ist er vielleicht auch involviert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Gibt es sonst noch etwas? Oh Leute, 35 Minuten? What the fuck? Egal. Ich bin Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.